Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um eine Kooperationsbox und zwar die Goodiebox. Die bekomme ich nämlich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier auf meinem Kanal zu zeigen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das liebe Goodiebox-Team. Ich finde das total cool. Mir macht es mega Freude, jeden Monat diese Box auspacken zu dürfen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Märzbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Video gibt es auch eine Verlosung und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Am besten bist du Abonnent meines Kanals, also das ist eine der Voraussetzungen. Entweder bist du das schon oder du wirst das und kriegst nicht dabei einen Zungenknoten, so wie ich. Ja, das kannst du nämlich unten einmal nachholen. Fände ich ziemlich cool, wenn du sogar die Glocke abonnieren würdest, dann würde ich dich jeden Tag um 11 Uhr in deiner Abo-Box belästigen. Mache ich doch von Herzen gerne. Okay, die Goodiebox erscheint monatlich, kostet 19,95 pro Box. Ist eine Box, die von dem hohen Norden kommt und uns jeden Monat wirklich mit wirklich, wirklich, wirklich interessanten Produkten überraschen darf. Und stehen immer, kommt die. Ja, mein Schubladendesign und... Ich weiß, ich habe meine Kamera extra umgestellt und so, damit ihr das nicht so sehen könnt, aber ich habe da hinten so ein Regal, das kann ich euch immer kurz zeigen, da habe ich meine ganzen Goodieboxen als Regal aufgestellt und ich liebe es. Ich habe damit so ein Beschriftungsgerät, die einzelnen Boxen beschriftet. Ja, es ist immer schwierig, das Bild richtig hinzukriegen, Leute, ich sag euch das. Wir gucken jetzt mal in die Box rein. Wie gesagt, Schubladendesign, ne? Also ich persönlich handhabe das so, dass ich die nicht aufeinander klebe, wenn ich mir halt so ein Schränkchen daraus baue. Manche haben mir geschrieben, dass es nicht so gut hält. Ich weiß nicht, ich halte wahrscheinlich, wenn ich die Box öffne, halt es immer so ein bisschen mit fest, intuitiv. Ich weiß es nicht, ne? Bei mir fällt es auf jeden Fall nicht auseinander und die Boxen sind auch relativ gut befüllt dahin. Also von daher, ne? Hält das wirklich alles an Ort und Stelle. Man kann die aber auch aufeinander kleben oder wie auch immer man das handhaben möchte. Ja, und wir haben hier... diese wunderschöne grüne Geschichte dieses Mal. Im Prinzip ist es immer so im Wechsel, ne? Mal hast du halt so eine unifarbene Geschichte, die du entweder individuell gestalten kannst oder halt so lassen kannst. Ich habe das immer im Wechsel irgendwie so mit Mustern drauf, dann wieder eine Unifarbe, mit Mustern drauf, dann wieder eine Unifarbe. Einfach, um das Ganze so ein bisschen harmonischer zu haben und meinen kleinen inneren Spleen einfach beruhigen zu können, dass alles immer geordnet sein muss. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, dieses Mal haben wir eine unifarbene Geschichte in einem wunderschönen Grün. Und es passt auch zum Motto. Back to Nature steht hier auf jeden Fall auf dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier ist nicht nur enthalten, was drin ist. Boah, was ist los mit dieser Frau? Es tut mir leid. Auf jeden Fall hast du hier auch das Motto drin stehen. Du hast hier so ein bisschen erklärt, worum es sich bei dem Inhalt drehen soll, also quasi, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Ich habe hier übrigens auch immer ein Zusatzprodukt mit dabei, was ich euch zeigen kann, und zwar das Produkt, was du gratis bekommst, wenn du die Box ganz, ganz neu abonnierst. Und zwar ist das hier von La Rosé eine Maske, die ist so eine Stickmaske. Und du feuchtest quasi dein Gesicht an, dann machst du den Stick auf und dann kannst du mit dem Stick über dein Gesicht fahren, dir so die Maske entsprechend auftragen, dann lässt du die einwirken und wäschst sie dir einfach ab und machst dir quasi die Hände nicht dreckig beim Maske auftragen. Deswegen in Stickform finde ich ganz cool. 75 ml sind hier enthalten und das ist eine regenerierende Maske mit weißem Lehm für sensible Haut. Finde ich ziemlich cool, muss ich gestehen. Und wie gesagt, das bekommt man halt für Umme mit dabei, wenn man die Box jetzt abonniert. Ja. The Putting Myself First Box. Also im Prinzip geht es bei der Goodiebox auch immer darum, dass man sich selber einfach mehr Zeit für sich nimmt. Dass man einfach lernt, egoistischer für sich selbst zu sein. Was für mich persönlich auch ein sehr, sehr... Das ist ein Lernprozess, tatsächlich auch für mich, jetzt so in den letzten... Monaten, Jahren, wie auch immer, den ich mir persönlich auch nehmen muss. Das ist jetzt so aktuell mein persönlicher, privater Status, sage ich mal, dass ich auch in so einem Lernprozess bin und da auch verschiedene Dinge habe, wo ich angreife. Und jedes Mal, wenn ich jetzt wirklich jeden Monat, Anfang des Monats, oder ist jetzt ja der 10.3., also quasi ja, fast Mitte des Monats, die Box bekomme,
reflektiere ich das für mich auch immer so ein bisschen. Ne? Das ist ziemlich verrückt und ich kann auch nicht alle meine Gedanken mit euch teilen, weil ich das auch gar nicht so gerne möchte. Nicht mal meine engsten Freunde wissen das alles. Und ja, aber es tut mir persönlich, einfach mir ganz persönlich, Claudi, sehr, sehr gut, dass ich diese Box jeden Monat in den Händen halte. Und das ist jetzt nicht irgendein Geschwafel, weil es eine Kooperation ist oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach diese aufbauenden, warmen Worte. Mir persönlich würde es reichen, wenn ich jeden Monat diese Karte bekommen würde. Wirklich. Die Produkte, die da drin sind, sind zudem auch noch hammermäßig geil und die erfreuen meine Seele und alles, ne? Aber diese Worte, die jetzt kommen, es tut mir einfach immer gut, Leute. Okay. Seit über einem Jahr haben wir uns darauf konzentriert, uns umeinander zu kümmern. Wir haben uns auf unser Umfeld konzentriert. Wir haben uns darauf konzentriert, Abstand zu halten. Und während all diese Dinge immer noch sehr wichtig sind, glauben wir, dass wir uns ebenfalls auf uns selbst konzentrieren müssen, um weiterhin anderen etwas zurückgeben zu können. Die Putting Myself First Box ist daher eine kleine Liebeserklärung an die Selbstfürsorge, an gute Nährstoffe, an die kleinen Freuden im Leben und an sich selbst. Diesen Monat nehmen wir dich mit auf eine Reise zur Belebung deiner Sinne. Mit pflegenden Produkten, die unsere Haut reinigen, wiederherstellen, glätten, erneuern und uns rundum verwöhnen. Es ist Zeit, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Dein Goodiebox-Team. Anne-Luise, Theresa, Kati, Hanna, Maximilian, Rena, Sina, Kevin, Saskia, Dominik, Anders, Frederik, Emilia, Hava, Marita und Anni. Und die haben sich schon wieder vermehrt und ja, das tut mir jetzt leid. Das sollte eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich mache das jetzt weiter, ist scheißegal. Entschuldigung. Ja, es geht halt einfach auch darum, dass wir alle jetzt in einer sehr krisenbehafteten Zeit stecken und sich viele Dinge in unserem Kopf, in unserem Herzen einfach immer wieder um die gleichen Dinge drehen. Und ja, wir gucken jetzt in die Box rein, dass sowas so emotional für mich sein kann. Ne? Das ist halt auch ein bisschen crazy. Okay, Contenance. Wir haben hier auf jeden Fall in dieser Schubladenbox immer ein Seidenpapier, wo die Produkte drin eingepackt sind. Und die Goodiebox achtet darauf, dass die nicht zu viel Verpackungsmaterial verwenden oder so. Nicht zu viel überflüssiges Verpackungsmaterial, ne? Das heißt, in dem Fall haben die auch kein Krüvelpapier oder sowas. Wenn du jetzt irgendwelche zerbrechlichen Produkte drin hast, wie Glasprodukte oder wenn hier so Puder, gepresste Pudergeschichten drin sind, dann machen die gerne ein bisschen Luftpolsterfolie drumherum, was ich gut finde, um die Produkte halt zu schützen. Okay. Die Produkte oder was hier so drin ist, riecht jetzt so erstmal nach nichts. Dann mache ich mal den Klebi auf. So. Hä? Das ist relativ okay. Ja, das sieht immer so leer aus, ne? Aber es ist es gar nicht. Und das sieht schon wieder nach einer Palette aus. Nicht das erste Mal, dass die Goodiebox eine Palette reinpackt. Krass, okay. Hier ist noch ein Flyer drin für Nextory. Nextory kenne ich nicht. Okay, ja, da kannst du halt ein bisschen was sparen. Als erstes haben wir hier drin ein Mind Hand Sanitizer von Moshi Moshi Mind. Von Moshi Moshi Mind hatten wir auch mal so einen Roller mit drin und ich glaube auch irgendeine Pflege. 70% Ethanol, 40 Milliliter und der soll halt auch Feuchtigkeit spenden und sowas können wir aktuell einfach gebrauchen. Ja, tatsächlich. 100 Gramm sind hier insgesamt enthalten. Und das ist einfach so ein Desinfektionsgedöns für die Hände, ne? Sowas habe ich halt auch immer bei mir in der Handtasche, dass wenn ich dann mal irgendwie außer Haus bin oder so, dass ich mir die Hände auch einfach desinfizieren kann, um halt, ja, mich sicherer zu fühlen, ganz einfach. Ob das wirklich, ne, es hat irgendeine Wirkung tatsächlich, aber meistens hat man eigentlich schon irgendwo ein Waschbecken in der Nähe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe und dann halt ins Auto mich setze, um nach Hause zu fahren oder so, mache ich das schon lieber noch eben was dran, ne? So ein bisschen Alibi-mäßig. Genau. So, als nächstes haben wir hier ein Produkt drin, ein Flickstick Nourished with Licorice Root and Blackberry Extract. Okay, keine Ahnung. Ein Liquid Eyeliner. Das ist nice. Der kommt auf jeden Fall immer in Full Face für die Beautyboxen, dekorative Kosmetikprodukte. Genau, das drehe ich nämlich immer am Ende jeden Monats, wenn alle Beautyboxen aus dem jeweiligen Monat bei mir eingetroffen sind und ich alle Beautyprodukte zusammengesammelt habe, um dann halt einfach mal alle zu testen und zu gucken, wie die eigentlich überhaupt so sind. Und das hat eine sehr interessante Verpackung. Botanic Beauty sagt mir so gar nichts. Oder hatte ich, ich weiß
nicht. Also dieses Logo mit diesem Baby, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Aber ich weiß nicht, hier ist irgendeine Fliege. Jetzt war ich eine Fliege. Okay, das ist ein Filzstift. Der schaut so aus. Das ist eine sehr feine Mine. Also, ne, sehr feines Schwämmchen. Oh, fühlt sich jetzt... Wie sage ich das? Also du kannst super fein damit malen. Weil der sich sehr, ich sag nicht klebrig, nee, aber wenn ich so über die Haut fahre, ist es nicht so, als wäre der super nass, ne, dass ich halt so easy peasy malen kann, sondern der ist schon, ne, blutet auch jetzt so nicht aus. Das ist eigentlich richtig gut, ne. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Wie gesagt, kommt zur Seite. Finde ich echt cool. Eyeliner kannst du dich nicht beschweren, ne. Ja. The Putting Myself First Box. Habe ich mich... Ja gut, ne? Ich schütze mich, deswegen Hand Sanitizer, das ist schon mal ganz gut. Ein Eyeliner, damit man ausdrucksstarke Blicke hat. Und da man ja sowieso jetzt mit der Maske unterwegs ist, kann man die Augen dann auch dementsprechend so betonen, dass man halt sehr stark ist, aussieht, keine Ahnung. Dann haben wir hier einen Lippenbalsam. Ja, man muss sich halt auch ein bisschen pflegen, ne? Marie Stella Maris, okay. 12 Milliliter, ist ganz schön viel. Moisturizing and Repairing. Ja, ein Lippenpflegestift. Sowas habe ich auch immer bei mir in der Jackentasche oder in der Handtasche. Auf der Arbeit stehen, im Auto liegen, überall gefühlt. Diese Applikationsgeschichten mag ich nicht so gerne. Ich drücke mir das dann immer raus und mache das so mit den Fingern auf die Hände, auf den Mund. Auf die Lippen, genau. Und ja, na, die Marke sagt mir nichts. Steht hier dazu irgendwas drin? 12 Euro kostet, ja. Wahnsinn. Okay. Ein 100% natürlicher, feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam, der Shea Butter, Mandelöl und Jojobaöl enthält und trockene Lippen wieder weich macht und hydratisiert. Er zieht schnell ein, verklebt nicht und hat einen dezenten Duft von Eukalyptus und Menthol. Okay. Ja, frisch halt, ne? Okay. Perfekt für trockene Lippen, die einen kleinen Minzboost brauchen, um sich auf den Frühling vorzubereiten. So, ne? Das ist nice. So, vielleicht kommt ja auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Muss ich mal gucken. Aber was auf jeden Fall mit reinkommt, Alter. Bare Necessities? Weiß ich nicht. Eyeshadow and Blush Palette. Alter Schwede. Wir haben hier einfach mal wieder eine Palette drin, ne? Ja, das finde ich einfach krass. Von Face Zero. Da. 39,50 soll die normalerweise kosten. Das ist doch Wahnsinn. Das ist einfach, ich schreie immer danach, ne? Ich verteufel das immer wieder, wenn ich so einen Monolidschatten drin habe, weil ich sage, hey, ganz ehrlich, was soll ich denn damit? Aber wenn du hier so eine krasse Lidschattenpalette mit drin hast, das feiere ich hart, muss ich gerade sagen. Das ist so krass. Das ist Blush, Bronzer und Lidschatten hier drin. Wahnsinn, mit einem großen Spiegel. Ich mag zwar nicht so gerne längliche Fändchen, aber das sind keine super schmalen länglichen Fändchen, sondern die haben schon eine ordentliche Breite, ne? Wenn die jetzt noch abgeht wie ein Zäpfchen, dann bin ich gut zufrieden, ne? Das ist wirklich so. Komm, wir swatchen jetzt mal einfach hier so ein paar von den Lidschattentönen. Ja, die fühlen sich jetzt relativ trocken an. Muss ich mal gucken. Das sind jetzt die ganzen Schimmertöne. Ja, da sollte man vielleicht dann doch besser ein Glitterglue drunter verwenden. Ansonsten kann es zu Glitzer-Fallout kommen. Da. Doch, aber auf... Oho. Hä? Weißt du, da gehe ich rein und habe mir gedacht, okay, das fühlt sich doch relativ trocken an. Aber wenn ich jetzt so mit meinem Finger das swatche, sehr, 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 sehr gut pigmentiert, cremig, angenehm, mag ich. Kann ich mich null beschweren. Also schon grober Glitzer, ne? Da muss man halt aufpassen, dass es dann auch wirklich bleibt. Ich mach mal eben... Ja, das Kleid kommt eh gleich in die Wäsche, Leute. Genau, eben die Finger sauber. Und dann swatche ich jetzt mal die beiden anderen Töne. Das sind die matten Töne. Und den Blush, der hat auch einen Schimmer mit drin. Richtig cool. Und den Bronzer, der sehr schön aschig aussieht. Also, hier haben wir dann den Blush und den Bronzer. Die beiden matten. Das sieht sauber aus. Sammy, was meinst du? Ist das wohl cool? Ja, ne? Ist auch glücklich. So, schaut die Palette komplett geswatcht aus. Also das feiere ich gerade. Hardcore, Leute.
Hätte ich nicht mit gerechnet. Also sowas in der Box, für die du 19,95 Euro im Monat bezahlst, ne? Da, wow. Ich bin baff, wirklich. Also irgendwie, keine Ahnung. Pumps. Sammy. Einfach mal so eine Lidschattenpalette und Blush und Bronzer hast du hier mit drin. Und ein Eyeliner. Und Pflegeprodukte. Und Claudi rastet aus. Na, sie ist heile geblieben. Geil. Okay, einen haben wir hier gleich auch noch mit drin. Vorsichtig hinlegen. Und zwar ist hier mit drin von Starskin etwas. Es gab sogar schon eine Starskin Sonderedition von der Goodie Box. Finde ich auch sehr, sehr cool. 7-Day Luxury All-Day Mask. 7-in-1 Miracle Skin Mask Pads. Und das sind halt einfach so Pads. Da machst du deine Finger rein und kannst damit dann über dein Gesicht gehen. Und das hatte ich auch irgendwie schon mal. War nicht so ganz meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Und das ist genau nur so eine 7-Sekunden-Geschichte. Du gehst erst mit der einen Seite drüber, also quasi mit der rosanen Seite. Und dann gehst du mit der weißen Seite drüber. Massage, Exfoliator, Toner, Serum, Moisturizer, Mask, Make-up, Primer. Also im Prinzip ist es alles in einem. Es ist eine Massage, es ist ein Peeling, es ist ein Toner, es ist ein Serum, es ist ein feuchtigkeitsspendendes Produkt, eine Maske und ein Primer. Alles in einem. Schon krass, ne? Ja, das kann ich tatsächlich als Primer verwenden für mein Fullface, ne? Das ist ja nice, gefällt mir. Ja, ich kann mich, wie gesagt, nicht hundertprozentig daran erinnern, wie das nochmal war. Kannst du entweder morgens drauf machen oder als Overnight-Produkt. Werde ich mit euch dann zusammen ausprobieren. Ja, ihr Lieben, das war schon eine ordentliche Box. 5 Produkte haben wir hier drin. Wir haben meiner Meinung nach einen krassen Wert hier drin, denn also allein diese wundervolle Palette mit 39,50 Euro. Mich haut das um. Ich kann hier von fast alles für meinen Full-Face-Beauty-Boxen verwenden. Das feiere ich schon mal richtig. Und tut mir leid jetzt mit dieser ganzen Emotionalität. Manchmal hat man halt so seine Momente, um das mal so zu sagen. Mir hat die Box gut gefallen, richtig gut gefallen. Richtig geiler Inhalt. Es ist Hammer, putting myself first, aber sowas von, dass die da so eine Lidschattenpalette, ich bin baff. Also Wahnsinn. Jetzt muss die nur noch auf dem Gesicht und auf dem Auge performen und dann bin ich hellauf begeistert. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!